für die Einführung und herzlichen Dank ans Institut für diese Einladung, die mich sehr freut und auch sehr ehrt. Ich habe in der Tat die letzten Jahre ja unter anderem auch mit Techniken, also mit Spezialisten und Spezialisten aus aller Länder verbracht, insbesondere aber auch mit Medievisten, also und Historikern der frühen Neuzeit. Wir haben verschiedene Techniken verglichen. Zunächst einmal haben wir auch verschiedene Einstellungen zu Techniken verglichen, insbesondere von dem, was man heute einen Intellektuellen nennen würde, sprich einen Gelehrten, oder nach Le Goff gab es ja auch schon die Intellektuellen im Mittelalter, also je nachdem, wie man das definiert, aber eben nicht Praktiker, keine Spezialisten, keine Experten. Und Sie werden kurz in Kürze auch eine Stellungnahme von Thomas von Aquin sehen und dergleichen. Also heute gilt es, zunächst einmal das Feld der Beurteilung, der gelehrten Beurteilungen von Praktiken der Wahrsagerei oder der Zukunftsvorhersage sozusagen darzustellen und zu vergleichen auch. Nun leben wir ja in einem, jetzt muss ich es aber weiterschalten können, oder nach rechts, oder got it, und jetzt, ich kann es auch so machen. Jetzt nichts gehen. Okay, auch mit diesem... okay, wunderbar. Zunächst aber vielleicht einige Sätze, die mir einfach persönlich am Herzen liegen, zur Frage der Ethik der Prognose. Wir leben ja in einer Zeit, in der Prognosen über uns eine ganz ungeahnte Macht ausüben und ausgeübt haben, bis in unsere Alltagswelt hin, bis in unsere kleinsten Entscheidungen, wo wir essen gehen und ob wir essen gehen dürfen, wo wir reisen können und dergleichen. Das ist eine Zeit, da stellt sich schon auch die Frage nach der ethischen Verantwortung der Prognostiker, finde ich jetzt mal persönlich. Und diese ethische Verantwortung bleibt weitgehend auf der Strecke. Niemand wird für irgendeine Prognose, so wirkungsmächtig sie auch gewesen sein mag, in irgendeiner Weise belangt oder zur Verantwortung gezogen. Das ist mein persönliches Anliegen, dass ich mit dieser Feststellung anfange. Ich möchte Ihnen deshalb auch an einem kurzen Beispiel aus dem 6. Jahrhundert in China diese Haltung noch einmal illustrieren oder exemplifizieren. Also hier gibt es einen General, ich will Ihnen das nicht alles, Sie können es ja auch selber lesen, nur der Punkt ist hier der, dass der General eine Frage hat hinsichtlich einer militärischen Kampagne, einem bestimmten Moment in seinem Feldzug, und er befragt aber zunächst mal zwei Wahrsager. Das ist das Wichtige daran. Also er lässt sich von zwei Experten, möchte ich mal sagen, beraten. Und wenn Sie das sich anschauen, dann sehen Sie, dass der General ganz deutlich ein Interesse an einer Aussage hat und nicht an der anderen. Denn derjenige, der die Aussage treffen wird, die er nicht so gerne hat, der kriegt gar nichts. Und im Fall des Versagens kriegt er dann 10 Schläge. Sie sehen also, wie hier durchaus ein Interesse da ist, aber gleichzeitig auch die Prognose ja noch offen bleibt. Denn beide sagen ja mehr oder minder, jeder von beiden sagt ja das Gegenteil. Also ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, ich würde gerne ein solches System, vielleicht ohne die Ungerechtigkeit, die hier inhärent ist, würde ich gerne mal sozusagen in unserer heutigen Welt sehen. Dann wüssten wir sowohl über die Prognose als auch über die Ethik der Prognose mehr. Und in diesem Zusammenhang möchte ich schon ein Plädoyer mal abgeben für die Gründung eines Instituts zur kritischen Prognoseforschung. Das könnte ein Max-Planck-Institut sein oder jede andere Form sozusagen von Institution, die kritisch die im Umlauf befindlichen Prognosen, und zwar in der Vergangenheit wie in der Gegenwart und manchmal würde ich sagen besonders in der Gegenwart, sich mal anschaut und die untersucht. Da würden wir doch auf ziemliche Widerstände, fürchte ich, zunächst einmal stoßen, aber ich halte das für sehr notwendig. Nun zu den Grenzen aber der Prognose. Das war meine sehr private und persönliche Vorbemerkung und eine Art von kleinem Manifest hier. Aber wir wollen eine
erstaunliche Parallele zwischen zwei Denkern zunächst einmal feststellen, die fast zeitgleich sind, also zumindest in dem europäischen Mittelalter entsprechen. Zhu Xi, der bedeutendste chinesische Denker sozusagen dieser Periode, bis hin, dessen Texte wurden, nur um Ihnen das zu sagen, bis 1909 waren die Pflichtlektüre sozusagen für alle Absolventen, und die in den Staatsdienst wollten. Also ein unglaublich einflussreicher Philosoph. Und wir wollen uns das ganz kurz anschauen. Er redet über die Erstellung eines chinesischen Horoskops, More Sinico. Sie wissen, da schaut man nicht so sehr auf die Sterne, sondern wir nennen das Chronomantie. Wir geben jedem Moment in der Zeit eine bestimmte Qualität. Und daraus errechnen wir dann sozusagen diese Aussage. Das, Gerhard Meyer hat es schon angedeutet, das Buch kommt hoffentlich demnächst heraus. Manche Dinge brauchen eben lang. Jetzt sagt er, hier sehen Sie deutlich, diese Kunst mag einfach erscheinen, aber selbst diejenigen, die sich mit ihr, und zwar intensiv, würden wir hier sagen, beschäftigen, sind oft nicht in der Lage, diese Subtilität zu durchdringen. Warum? Und jetzt die Kernaussage, es stimmt, dass im Himmel oben die Prinzipien rein sind. Die Prinzipien von Yin und Yang und den fünf Elementen, meinetwegen auch Wandlungsphasen und dergleichen. Jetzt stellt er sich vor hier, dass die Schwankungen von Verdichtung und Auflösung, wohlgemerkt, die Komplexität von Veränderung und Transformation unerschöpflich ist und deshalb auch die Theorien sozusagen sehr schwer zu verstehen, vor allem wenn man erkennt, wie winzig zum Teil der Unterschied sein kann zwischen Arm und Reich oder den entsprechenden Aussagen. Wir werden ihn nachher noch etwas genauer kennenlernen. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine reine Sphäre oben, eine Sphäre der Reinheit, des fast Ungetrennten. Und nach je tiefer Sie sinken gewissermaßen auf die Erde, desto kontaminierter, musste man fast sagen, jetzt negativ gesprochen, aber desto komplexer werden auch die Faktoren, sodass eben hier nicht immer eine eindeutige Aussage getroffen werden kann. Selbst, wir werden es gleich sehen, selbst wenn der Astrologe oder hier in diesem Fall der Horoskopist in seiner Deutung richtig liegt. Und das finde ich so interessant. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zurück. Also hier hätten wir, ich komme nachher nochmal da drauf, auf den Determinismus. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht verändern können. Das nennen wir dann Soft Determinism, weil gewisse Dinge eben schon verändert werden können, sei es durch moralische Lebensführung, sei es aber auch durch Magie. Jetzt haben kennen Sie auch, Albertus Magnus, etwas später als dieser Zhu Xi. Und Albertus Magnus hat in einer Schrift über De Fato, und das habe ich jetzt leider nur Englisch, aber ich will Ihnen nur klar machen, es gibt von Gott an einen Gradus Entium sozusagen, einen Grad der Wesenheiten, der in Gott selber extremely simple, eternal, immutable and immaterial ist. Also sehr ähnlich den Aussagen, die der chinesische Philosoph vorhin getroffen hat. Da ist eine Reinheit da in Gott. Gut, beim Chinesen ist es der Himmel und Yin und Yang, aber wir haben trotzdem die Prinzipien der Reinheit. Und im Himmel ist das notwendig und unveränderbar. Aber auf der Erde, das heißt in dem großen Bereich der Dinge, die hervorgebracht werden, werden die Dinge kontingent, veränderlich, genauso wie Juicy sagte, veränderlich, und deshalb sind sie unterworfen unendlichen Faktoren des Wandels. Und deshalb kann der Astrologe oft etwas Wahres sagen und trotzdem geschieht das, was er sagt, nicht. Weil zwar seine Feststellung ausgesprochen wahrhaft war, verissimum, hinsichtlich der Disposition der himmlischen Körper, aber diese Disposition wurde gewissermaßen gehindert, ausgeschlossen können wir sagen, aber gehindert durch die Veränderbarkeit der Dinge unten. Also genau dieselbe Vorstellung eigentlich von einer Reinheit versus einer Kontamination. Und trotzdem wird natürlich dem Astrologen die Möglichkeit zugesprochen, hier sich also
Verissimum, das Allerwahrste, das Allerwahrhafte gesagt zu haben. Und das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Wir sind immer noch bei den Grenzen der Prognose und um Ihnen das kurz mal vorzuführen, der große Religionshistoriker und Philosoph Georges de Mézil hat ja ein kleines Buch unter vielen anderen geschrieben über den schwarzen Mönch, der nach Varennes kommt. Wer es noch nicht kennt von Ihnen, ich kann es nur herzlich empfehlen. Das gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch, Moine Noir venu à Varennes. Und da gibt es einen Spruch, ein Quatrain des Nostradamus. Der wird darin durch alle Brautbetten, könnte man sagen, dekliniert und analysiert. Und dieser Spruch hat nun in der Tat, zum Gegenstand Ludwig den 16. und Marie Antoinette, die 1791 auf ihrer Flucht in Varennes verhaftet wurden. Mehr als 200 Jahre davor hat Nostradamus diesen Quatrain geschrieben, den ich Ihnen jetzt nicht vorführen will. Aber im gesamten Buch ist einfach die Frage, wie kann ein menschliches Gehirn sozusagen eine solche Aussage treffen, die also tupfengleich, müsste man leider sagen, wirklich auf dieses Ereignis zutraf. Also auf Deutsch heißt es, glaube ich, der schwarze Mönch in Varennes oder so ähnlich. Also, aber Sie finden es also unter Georges de Mézil. Und da sagt er, ja, erschreckende Komplexität Prozesse. Wir können hier tatsächlich das nur uns erklären, wenn wir auf den strengsten Determinismus zurückgreifen. Das wird nochmal ein Thema sein bei mir, ganz kurz. Und dann sagt er eben hier über sein Gehirn, also über die Möglichkeit der Konstruktion eines Gehirns, eines Nostradamus mit dieser Vorhersage. Sozusagen, unbegrenzte Anzahl von Fakten außerhalb seines Gehirns. Da stellt sich ja die Frage, was ist hier jetzt sozusagen außen? Finden da Verschmelzungen statt? Also ich meine, das wird alles sehr schön und sehr sauber eigentlich, immer im Sinne einer Frage übrigens, analysiert. Also er gibt keine Antwort. Zu einer Art von Informationsbanken, die in anderen Gehirnen aufgebaut sind, die im Prinzip wie das seine gebaut sind, unsere Gehirne, sagen wir mal, nämlich nicht die des Nostradamus, dasjenige des Nostradamus, denen aber die Gabe der augenblicklichen totalen Berechnung fehlt, die Zahl, Zeit und Raum beherrscht. Und das schreibt er eben, und damit sind unsere Grenzen, wir sind jetzt noch beim Abschnitt Grenzen, durchaus aufgezeigt. Also wir liegen richtig und können trotzdem falsch liegen. Wir liegen richtig aufgrund einmal unserer Begrenztheit hier, und zum anderen aber auch sozusagen der Unzähligkeit der Faktoren, die unsere Begrenztheit eben nicht erfassen kann. Und trotzdem würde sowohl dem de Mézil als auch Giusi als auch Albertus Magnus die Astrologie oder die prognostischen Wissenschaften anerkannt haben. Albertus Magnus hat es bekanntlich getan, indem er gesagt hat, die Astrologie gehört zu den Artes Incertae, den unsicheren, ungewissen Künsten sozusagen, wo ich nicht mich auf die positiven Aussagen der Mathematik in etwa verlassen kann, die aber doch Artes sind. Also er macht so einen Baum auf, nicht? Und da drin hat eben die Astrologie oder prognostischen Wissenschaften, können wir sagen, eben ihre Rolle auch. So, jetzt aber gibt es natürlich auch die Frage des Determinismus, die ist vorhin schon aufgeklungen anhand einer Bemerkung von Georges de Mézil. Sie sehen hier übrigens das Logo unseres internationalen Kollegs für geisteswissenschaftliche Forschung auf der rechten Seite des Rad der Fortuna für die europäische Seite und auf der linken Seite das Schriftzeichen für Schicksal auf Chinesisch Ming. Was sagt nun dieser Wang Chung, der besonders berühmt geworden ist im chinesischen Bereich, auch im Sinologenbereich für seine Divinationskritik? Ganz kurz nur zur Erinnerung, also zwei wesentliche Techniken kannte man im archaischen China. Diese Techniken haben sich dann verbessert, raffiniert, verfeinert. Das eine ist, ich habe eine Schildkrötenschale, respektive ein Boviden, also ein Kuhpanzer sozusagen, also hier ein Schulterknochen in der Regel, den hat man erhitzt
hat mit Hilfe von Bohrstäbchen und dann höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, Wasser darauf geschüttet, sodass ein Crack entsteht, ein Riss. Und diese Risse hat man gedeutet und wir wissen bis heute nicht, wie man sie gedeutet hat, also welche, nach welchen Prinzipien man sie gedeutet hat. Aber auf den meisten dieser oder auf vielen dieser Schildkrötenpanzer stehen die Fragen und die Antworten und sehr häufig sogar die Verifikation. Also es ist so eingetroffen oder es ist nicht so eingetroffen. Es hat geregnet. Gut, heutzutage sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, im Grunde hat man genauso wie dieser General zu Anfang eine bestimmte Frage, eine bestimmte Anschauung sich bestätigen lassen wollen durch die Divination. Man hat gar nicht die Frage gestellt, obwohl die Frage ja da ist. Und wir haben sehr viele gegenteilige Ansichten auch. Und das andere, Manipulation der Schafgabenstängel, das ist das I Ching, welches ich teile. Ich habe 50 Stäbe, lege einen weg, dann teile ich 49 arbiträr zufällig. Und dann zähle ich ab. Also die Vermischung oder die Verbindung zwischen Zufall, der kein Zufall ist, wäre nur ein Zufall sozusagen in unserer oder in einer rationalistischen Wahrnehmung. Es kann kein Zufall sein, weil es ja über mein Schicksal sozusagen oder meine Frage eben entscheidet. So, er hat aber die Idee, dass das auch radikaler Determinismus hier ist, der hier herrscht in der Wahrsagerei, weil ein glücklicher oder glückbegabter, auspicious ja im weitesten Sinn, Mensch, eben ein positives Ergebnis bekommen wird und ein Unglücksrabe, möchte ich hier mal sagen, sozusagen eben ein negatives. Insofern brauche ich gar nicht, kann ich wahrsagen, weil ich dessen Schicksal grundsätzlich erfahren will, aber es ändert nichts. Also es hat keine Auswirkungen auf die Zukunft. Er kann auch nicht, wie ich nachher zeigen werde, mit dem Schicksal verhandeln. Er kann dadurch auch sein Schicksal in keiner Weise verbessern. Das ist ein radikaler Fatalismus, dürften wir vielleicht sogar sagen. Wobei er eben dieses Prinzip der Divination nicht ausschließt. Es ermöglicht mir zu sagen, was für ein unglückseliger Mensch bin ich, aber dann brauche ich nicht mehr weiterfahren. Aber er war ein großer Anhänger der Physiognomik. Und denkst du, ich meine, auch bei uns, La Vater, aber auch schon die alten Griechen, kennen ja die Physiognomik als Möglichkeit, über die Charakterologie oder den Charakter eines Menschen Aussagen zu treffen. Die meisten der La Vater-Darstellungen sind ja Silhouetten. Und trotzdem kann er sehr deutlich bis hin zu Lombroso, wo man dann vom Guten, zwischen dem Guten und dem schlechten Menschen, dem Kriminellen, auch unterscheidet. Und hier sagt er das sehr ähnlich. Also wir haben eigentlich eine Art von, ja, heute würde, also sehr wissenschaftsgläubige Kollegen sagen, das ist protowissenschaftlich sozusagen. Also er sieht hier diese Zeichen am Körper, er muss nichts manipulieren, keine Schafgarbe, keine Schildkröte, keine sonstigen Wahrsagetechniken, er muss auch nichts visionär erfahren. All das gilt hier nicht, sondern hier haben wir eindeutig die Zeichen und die sagen mir auch was über das Schicksal eines Menschen aus. Also Sie sehen, wie hier auch im Grunde manche Seiten der, ja, sagen wir im weitesten Sinn, der Wahrsagung anerkannt werden und andere nicht. Und dieses Oszillieren zwischen dem Anerkennen und Nicht-Anerkennen sahen wir schon in den Grenzen der Prognose, wo wir gesagt haben, im Grunde genommen, ja, wir erkennen das an, aber wir müssen auch die Möglichkeit, dass sich der Astrologe oder der Experte irrt, anerkennen. Deshalb irrt, weil er nicht in der Lage ist, alle Faktoren sozusagen, die ins Spiel kommen, eben zu berücksichtigen. Ja, radikale Vertreter des Determinismus haben wir sehr, sehr häufig übrigens, und ich weiß noch nicht warum, im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus in China. Da gibt es zahllose Bücher über das Schicksal und eben auch die Unabwendbarkeit des Schicksals, die später nicht mehr einsetzen werden. Also es ist wirklich eine Welle. Sowas geschieht ja in Konjunkturen, offenbar, wie wir gerade auch festgestellt haben im Gespräch. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie ganz deutlich, es wandelt sich, ist aber nicht veränderbar. Also Wandel heißt sozusagen, wir haben die Ups and Downs in unserem Leben, sozusagen the vicissitudes of life.
Aber die Zeichen sind uns verborgen. Geister können es nicht vorhersagen. Weise können es nicht sagen. Die größte Macht, die Berge versetzen kann, kann noch nicht mal die Lebensspanne verlängern. Auch die Lebensspanne ist eben festgelegt, aber dann eben auch alles andere. Und da haben wir dann nochmal sozusagen diesen, ja, würde ich sagen, Hard Determinism. Und wir haben im alten China, wie in praktisch allen Schriftkulturen, dieses stete Oszillieren zwischen sozusagen einem prinzipiellen Vertrauen in die Fähigkeiten von Wahrsagern und gleichzeitig immer wieder diesen Zweifel. Und ich finde, das lohnt sich einfach, also sozusagen kulturvergleichend eben darüber nachzudenken. Einer der berühmtesten Schriftsteller oder Gelehrten Chinas, der einfach nur mal sagt, hier ganz nebenbei, die Leute sagen immer, wenn mir was Übles widerfährt, dann war das Schicksal. Und wenn mir was Gutes widerfährt, dann war es meine Leistung. Ich habe das geschaffen. Und auf diese Haltung stoßen wir ja auch in der Psychologie sehr häufig. Wobei wir sagen würden, im Grunde genommen verstärkt ja eine positive Aussage, eine positive Prognose, die verstärkt mich ja in meinem Willen. Und eine negative macht mich vorsichtig. Das kennen wir etwa aus dieser berühmten Geschichte dieses Athleten bei den Olympischen Spielen, der also da auftrat. Und jeder Athlet, der gewonnen hat, der Sieger, kriegte eine Statue, die nach einem Jahr etwa fertig war. Und die durfte er sich dann abholen. Oder sie wurde auch aufgestellt, parallel, manchmal gab es Repliken, manchmal nicht. Und der Sieger kommt und dann kommt der Priester ganz feierlich und sagt, du hast jetzt das Recht, eine Statue zu kriegen. Sagt er, die habe ich schon mitgebracht, weil ich nämlich in der Oase Niwa war, im Ammon-Tempel. Und da hat der Priester mir vorhergesagt, dass ich es werde, dass ich Sieger werde. Also Sie sehen diese verstärkende Wirkung, genauso wie wir nachher bei Cicero sehen, die vorsichtig machende Wirkung. Aber hier sind, das sind alles noch ganz eben, jetzt sehen Sie Cicero, der eben genau diese Geschichte jetzt illustriert. Es ist von Vorteil zu wissen, was geschehen wird, denn wenn wir es wüssten, wären wir vorsichtiger. Sie wissen, dass Cicero eigentlich eine sehr kritische Haltung, skeptische Haltung gegenüber der Divination hat. Und er legt das aber sozusagen den Befürwortern der Divination in seiner Zeit, sozusagen in den Stoikern vor allem auch, in den Mund. So, und jetzt die nächste Frage dann, nämlich die nach dem freien Willen. Dazu muss ich zunächst mal sagen, ein Begriff wie der freie Wille hat in China nie existiert. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Er ist nie sozusagen konnotiert worden, er ist nie besprochen worden, es gibt ihn einfach nicht. Und das moderne oder das jetzt gebrauchte Wort für Freiheit auf Chinesisch, Ziyou, von sich selbst ausgehen, ist ein Neologismus, der sozusagen über Japan nach China drang, weil man ein Wort für Freiheit finden musste. Und noch negativer ist die Tatsache, dass dieses Wort Ziyou das erste Mal in einem chinesischen Schriftstück auftaucht, nämlich in einem der ungleichen Verträge mit den Amerikanern in den 1860er Jahren. Also es ist von vornherein eigentlich eine ziemlich negative Geschichte und vorher hat es nicht existiert in diesem Sinne. Was aber nicht heißt, wenn das Wort fehlt, dass das Ding nicht da ist. Und darüber habe ich auch versucht, in verschiedenen Publikationen auch mal zu spekulieren, was es bedeutet, wenn ein Begriff sozusagen nicht problematisiert wird, weil er gar nicht aufgetaucht ist, und gleichzeitig aber ja eigentlich die Sache meiner Entscheidung, und darauf läuft es ja hinaus, das Liberum Arbitrium, sozusagen ja eigentlich im Grunde sich jedem Menschen stellt. Das ist ein schwieriges Problem. Also, Duxi nochmal, der Philosoph, ich wollte Sie nicht mit zu vielen Namen belämmern, insofern bleiben wir mal bei einem der berühmtesten, der glaubt an die Vorhersagen. 80-90%, das ist eine gute Trefferquote, sozusagen, der Vorhersagen,
dieses Herrn Xu, die treffen ein. Zhu Xi hat zwei Vorworte für Wahrsagerbücher geschrieben. Die Bücher sind nicht mehr erhalten, aber weil der Mann so berühmt war, hat man natürlich seine Vorworte erhalten. Vorworte wurden häufig geschrieben als Dank für eine eingetroffene Prognose oder gleichzeitig auch zur Empfehlung des entsprechenden Experten zur Weiterempfehlung. Seht mal, der große XY hat mich empfohlen, sozusagen, hier ist mein Buch. Und jetzt kann ich auch für Beratungen gewissermaßen auch etwas mehr einnehmen, beispielsweise, oder etwas mehr verlangen. Also, Lebensspanne, Scheitern und Erfolg. Scheitern und Erfolg heißt hauptsächlich bei der Staatsprüfung, die über das Schicksal ganzer Familien entschied. Also ohne eine bestandene Staatsprüfung war man eigentlich fast auf der Straße, nicht? Konnte dann noch Zeltfreund von irgendeinem General werden oder dergleichen, aber man hatte es praktisch nicht geschafft. Und das war sehr ungleich verteilt. Und deshalb erlebt das 12. bis 15., 16. Jahrhundert einen solchen Boom in der Wahrsagung, wie ihn eben China zwar immer gekannt hat, aber so hatte ihn China eben auch nicht gekannt. So, und jetzt ganz wichtig nur, also es gibt Faktoren in der natürlichen Veranlagung des Menschen, die können nicht verändert werden, das haben wir vorhin schon gesehen, aber das Gebot des gerechten Handelns und so weiter sollte nicht als Schicksal bezeichnet werden, denn wir haben noch nicht gehört, dass es eine Notwendigkeit gibt, auf gerechte Weise zu handeln. Und da sehe ich jetzt, und Sie dürfen mir gern da widersprechen oder sehr skeptisch sein auch, sozusagen eine Öffnung, ein Tor, ein Fenster vielleicht auch nur für den freien Willen oder für die Konzeption eines freien Willens, auch wenn er nicht konzipiert worden ist. Es gibt da, wie gesagt, kein Wort dafür. Aber hier, wir haben noch nicht gehört, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass einer auf gerechte Weise handelt. Bedeutet, ich entscheide. Hoffe ich, Sie zu überzeugen. Aber also darüber können wir gern nachher noch diskutieren. Zhu Xi ist in seinem Leben auch zweimal zum Wahrsager gegangen. Sie müssen sich vorstellen, als ich Sinologie studierte, da stand Zhu Xi da als der große Philosoph, der also rationalistische Philosophie verbreitete. Und erst die letzten Jahre haben eigentlich in der Forschung hervorgebracht, wie religiös dieser Mann war. Und wie oft er also zweimal in seinem Leben in großen Krisen zum Wahrsager mehrere Vorworte für Wahrsager geschrieben und natürlich auch zentrale seiner Texte beeinflusst durch Aufenthalte in Tempeln und dergleichen. Sie sehen, wie das Bild so langsam an Kontur gewinnt und wie man dann durchaus sagen kann, er war vielleicht der chinesische Thomas von Aquin, oder ein Pendant dazu. Ja, und jetzt hier immer eine Sinne. Ich habe gerade diesen Begriff gebraucht, dass man mit dem Schicksal verhandeln kann. Nicht jeder kann das. Und bei bestimmten Philosophen haben Sie ja gesehen, völlig ausgeschlossen. Also da ist einfach alles festgelegt. Das würden wir dann nennen ein Hard Determinism. Der andere Fall von Zhu Xi, den wir gerade hatten, ist eher der Soft Determinism, der eben sagt, Lebensspanne, Erfolg, sozusagen Platz in der Gesellschaft sind vorhergesehen. Oder vorher bestimmt. Und der Rest aber liegt in meiner Hand. Und Sie sehen auch die Chinesen, auch nicht die Chinesen sind zu irgendeiner eindeutigen Aussage in dieser Frage gelangt. Und sie gelingt uns vielleicht auch nie, auch wenn wir, auch wenn der freie Wille im Grunde jetzt natürlich seit einiger Zeit Singer etc. die Neurowissenschaften beschäftigt. Darüber äußere ich mich jetzt nicht, aber ich will sagen, das ist ein Thema, was sich durchzieht durch sozusagen die Philosophie oder philosophische Auseinandersetzung des Abendlandes. Hier sehen Sie sehr nett, was macht der Mann? Der hat keine verborgenen Tugenden, sagt der Mönch, also der Wahrsager. Was macht er? Er schreibt Aufsätze, verkauft seine Kalligraphie. Das war auch der einzige Rekurs, wie man überhaupt Geld verdienen kann. Verdient Geld und wirft das verdiente Geld in den See. Das ist eine gute Tat, offenbar. Das muss ich mir mal vorstellen. Ein Akt gratuit, könnte man sagen, der ihn im Grunde tatsächlich als moralischen Menschen deshalb ausweist, weil er mit dem Geld nichts anfangen kann. Er spendet es ja auch nicht mal im Kloster, sondern es ist ihm nichts wert. Das ist bereits moralische
Tugend sozusagen in höchstem Maße. Der Mönch entdeckt diese Tugend. Er hat erfolgreich mit dem Schicksal verhandelt, sozusagen. Und in der Tat, bei der nächsten Prüfung erhält er gewissermaßen den ersehnten Titel. Also was ist passiert? Er hat im Grunde, mir fällt nichts Besseres ein als der Begriff des Acte gratuit. Also eine in unseren Begriffen sinnlose Tat, aber eine Tat, die seine höchste Moral beweist. Eine Stufe tiefer hätte er das Geld einem Kloster gespendet, würden wir mal sagen. Aber dieses ist dann, die Sinnlosigkeit ist die höchste Stufe. So, vielleicht ein paar Worte jetzt zu diesem Oszillieren, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also ich nenne das zwischen Skepsis und Glaube. Da gibt es andere Begriffe vielleicht und bessere sogar dafür. Hier haben wir einen Mann, die Zeitgenosse Diderots. Und was macht er? Er schreibt die größte Enzyklopädie Chinas, dieser Mann. Zeitgenosse Diderots. Also, ist unglaublich. 1782 erscheint die dann. Heute noch nicht übertroffen, in China selber sozusagen. Also das sogenannte Schatzhaus der vier Unterteilungen, wo sie wirklich also ein riesiges Schrifttum drin haben. Das kompiliert er. Und im Vorwort zu der Kategorie Divination sagt er, ist schon uralt und die Grundsätze sind nicht völlig von der Hand zu weisen sozusagen. Das sind aber kleine Wege, also minor ways könnte man sagen. Wir sagen Künste und Zahlen. Alles sehr nett, aber hier spricht der Beamte, wohlgemerkt. Das bedeutet sozusagen derjenige, der eine gewisse Distanz zum Gegenstand ausdrücken muss. Also sozusagen, man kann sich nicht das traditionelle China vorstellen als ein Volk oder als zusammengesetzt ausschließlich aus Enthusiasten für diese Künste, sondern es gibt stets eine gewisse Reserve. Die Reserve steigt mit dem Grad der Bildung, interessanterweise, gegenüber diesen Künsten, aber sie schließt niemals das Verwenden dieser Künste aus. Und deshalb würde ich sagen, ein bisschen von Dilthey geklaut, wir haben einen Unterschied zu konstatieren zwischen Weltanschauung und Lebenswelt. Im Bereich der Weltanschauung sehen Sie hier diese Distanz sozusagen sehr deutlich. Also es ist keine Ablehnung, ist nicht von der Hand zu weisen, aber Reserve sozusagen. Und im Bereich der Lebenswelt sehen Sie Folgendes. Nicht derselbe Mann erzählt eine Geschichte über die ein Großvater berichtete. Da fragt er, wer kann das Schicksal verändern? Wir können es verändern, aber es gibt Schicksal. Und vielleicht noch etwas genauer, vielleicht kann ich Ihnen noch dazu eigentlich jenseits dieses Textes noch berichten, dass dieser Ji Yun einer der prominentesten Anhänger dessen war, was wir heute Spirit Writing nennen oder Planchette-Schrift. Als homme de lettres, als Literat, hat er sich für Schrift interessiert. Wie wird jetzt diese Schrift von den Medien, also im Grunde genommen, also stellen Sie sich das Setting vor, hier ist eine Gottheit, diese Gottheit variiert von Tempel zu Tempel, und die Gottheit wird gebeten, in den Griffel, mit dem geschrieben wird, herniederzusteigen. Und zu diesem Beruf gibt es ein Medium und häufig einen Helfer. Und die Gottheit fährt gewissermaßen sowohl in das Medium als auch in diesen Griffel. Und er fängt an, in den Sand zu schreiben mit diesem Griffel oder in Asche. Und nebendran stehen zwei Ausrufer, die verdeutschen, würde ich sagen, was er da geschrieben hat. Und die Ältesten übrigens, das erste Mal, dass das Wort Prophetes im Griechischen vorkommt, ist im Zusammenhang mit dem Orakel von Delphi. Die Übersetzer, die links und rechts neben der Pythia stehen, sind die Prophetes. Die verdolmetschen gewissermaßen diese Glossolalien, die sie da ausspricht. Und hier diese Zeichen sind lesbar, manchmal nicht lesbar, aber sie sind eben da und werden dann wahrgenommen, werden zusammengefasst in Büchern. Also darüber kann man noch einen Vortrag halten, aber nicht heute. Diese Skepsis und Glaube zeigt sich auch bei einem Kaiser, vielen Kaisern nebenbei gesagt, aber da bin ich sehr stolz drauf, dass ein Kollege und ich
diesen Text gefunden haben. Den ersten nicht, der ist allgemein bekannt. Der sagt, alle heterodoxen Sachen müssen verboten werden. Der Glaube an Geisterbeschwörer und Geomantiker, also Feng Shui-Spezialisten, wird mit dem Tode bestraft. Ein Edikt von 1724. Da sehen Sie die Gefahr des Subversiven natürlich auch an dem Wahrsager. Der ist eine potenziell gefährliche Figur für die Politik. Der kann nämlich auch das Ende eines Reiches vorhersagen oder das Ende einer Dynastie oder den frühen Tod des Kaisers etc. etc. Deshalb ist er, und das sind Bücher, die das gemeine Volk nur aufwägen, indem sie Unordnung und Verwirrung säen und wie Insekten an den Menschen und ihrem Wohlstand nagen. Ist doch nett. Also ich finde das einfach so. Aber derselbe Kaiser, und das ist jetzt die Entdeckung des Kollegen und mir, schreibt in einem, also im Archiv enthaltenen Reskript, immer mit roter Tinte, der Kaiser und in der Mitte die Beamten mit schwarzer Tinte, rechts der Kaiser mit roter Tinte, schreibt, das chinesische Horoskop von Wang Gang erscheint mir gut, das von dem XY wieder, der hat seinen Zenit überschritten und kann seinen Status quo noch kaum halten. Was heißt es? Er hat gebeten um die Einreichung der Horoskope bei Beamten, bei Vorschlägen für Beamte, für Beamtenernennungen. Derselbe Kaiser, der also vorher in dem heiligen Edikt, wie es heißt, sozusagen alle diese Tätigkeiten verboten hat. Und da sehen Sie eben, und da werden wir noch gleich darauf zu sprechen kommen, das war im Abendland nicht anders. Sehen Sie hier, also wir sind in der Schicksalskunde Wieners, das ist Pluralis Majestatis, nicht bewandert. Aber seine Situation schien gut geordnet zu sein. Die Grundlagen der Schicksalskunde sind schwierig und tiefgründig und man darf sie nicht ganz verwerfen. Erinnern Sie sich an den großen Literaten, der diese Anthologie kompiliert hat. Das ist nicht ganz zu verwerfen, es ist tiefgründig. Aber wir oszillieren immer zwischen dieser Art von Skepsis in dem Edikt. Es ist ja nicht nur Skepsis, sondern brutale Ablehnung. Und gleichzeitig doch eben dem Glauben. Und ich glaube, darüber werden wir, also ich würde jetzt nicht negativ, ich würde jetzt nicht pessimistisch sagen, darüber kommen wir nie hinaus, aber damit kämpfen wir ja alle. Im Beurteilen sozusagen dieser, sei es übernatürlichen Fähigkeiten, na, in jedem Fall sind es im Grunde sozusagen religionsaffine Fähigkeiten, die wir da praktizieren oder die hier praktiziert werden. Und jetzt, ja, den wollte ich Ihnen eben noch zeigen. Sixtus, habe ich noch 5 Minuten? Ja, okay. Sixtus der Fünfte, ich war der große Papst. Das ist jetzt allerdings ein Zitat, was ich ein Buch entnommen habe. Das ist ein Edikt, ein Dekret des Papstes, wo er die Tätigkeit der Astrologen beschreibt. Sehr interessant. Also wir verwerfen aber und verurteilen alle diese Arten mit diesem Dekret, das für immer gültig sein wird und mit unserer apostolischen Autorität etc. etc. Mit einer Ausnahme, die von Thomas von Aquin schon gerechtfertigt worden ist, was wir gleich sehen werden. Aber also Vorhersagen in Bezug auf Landwirtschaft, Schifffahrt und Medizin sind auch hier noch möglich und denkbar und erlaubt. Sozusagen. Aber diese Judicial Astrology, also Geburtshoroskop, die Erstellung eines Geburtshoroskops, wie Sie oben sehen, sozusagen, die ist eben dann schon ja, bei Thomas im Bunde mit dem Satan, also mit Dämonen auch. Hier ja auch sehr deutlich, also halb ist es erlaubt, halb nicht. Und wir schauen uns an, auch gegen diejenigen, sehen Sie, und auch wenn der Astrologe behauptet oder bezeugt, dass er nichts Bestimmtes sagt, ist wieder ein Rückgriff auf den Albertus Magnus, der eben gesagt hat, ja, das sind Artes Incerte. Die können zunächst aus ihrer Natur heraus nur im allerhöchsten Glücksfall sozusagen können die was Bestimmtes sagen, aber nicht sonst. Und aber gucken wir uns doch mal kurz an. Derselbe Papst, nicht wahr? Das ist jetzt von Peter Stockinger. Also alles verboten, Elektionen, also alles das, was wir kennen, sozusagen aus den interessanten Bereichen der Astrologie.
Aber diese Bulle, dieses Dekret hat die Ausübung der Kunst in keinerlei Weise eingeschränkt. Es gibt dann das Theater, es gibt eine Serie von Werken über Astrologie, die auch dem Papst Sixtus dem V. Gewidmet werden. Und wie wir wissen auch, dass Sixtus der V. die Mythologie seines Lebens und Pontifikats tatsächlich auf der Grundlage seines Geburtshoroskops inszeniert, müsste man fast sagen. Und Sie wissen ja alle sicher besser, viel besser als ich, dass auch der Petersdom, der Erbauung des Petersdoms, sozusagen astrologische Berechnungen sozusagen zugrunde lagen, was ich immer sehr schön finde. Also es gibt kaum einen Papst des späten Mittelalters wohlgemerkt, bis hin eben in die frühe Neuzeit, der nicht einen Hofastrologen hatte. Der wurde dann entweder eingestellt als Arzt oder als Mathematikus, lauteten die offiziellen Titel sozusagen dieser Personen. Aber im Wesentlichen haben sie Horoskope gemacht. Und dann in der Wissenschaftsgeschichte, Gott ja, noch vor 40 Jahren vielleicht, hat man ja immer gesagt, Kepler, nicht wahr? Der hätte diese Horoskope, 1000 Stück immerhin oder mehr als 1000, nur verfertigt, um Geld zu verdienen. Ja? Und dann hat man aber durch genaueres Hinsehen hat man festgestellt, dass sehr viele Verwandte, sehr viele Freunde darunter waren, von denen er sicher kein Geld nahm, sondern dass wir hier eben die Identität noch des Astronomus mit dem Astrologus haben. Ein Mythos der früheren Wissenschaftsgeschichte, die das eben nicht, sowas nennt man mittlerweile rejected knowledge, das zurückgewiesenes Wissen, sagt Wouter Hanegraaff von dem Institut für westliche Esoterik in Amsterdam. Und ganz kurz nur, dass Sie sehen hier, also worauf sich das Ganze bezieht. Thomas von Aquin, dahinter steht die Debatte, ob Körper Körper beeinflussen können. Also die Himmelskörper sind Körper, wir haben einen Körper. Sie können also, das war eine Frage, körperlich und daher auch der Appetitus sensitivus, also das ist unser Körper, jetzt sehr simplifiziert gesagt, sozusagen, der wirkt aufeinander. Aber die Seele muss davon natürlich ausgenommen werden, weil sie eben, weil da der freie Wille angesiedelt ist. Und interessant nochmal die Zurückführung auf auch Albertus Magnus, der vor ihm war. Daher sind die Astrologen in der Lage, sagt Thomas von Aquin, in den meisten Fällen die Wahrheit vorher zu sagen. Vor allem in allgemeiner Form, aber nicht in besonderen Fällen. Und diese besonderen Fällen betreffen eben dann sozusagen die Ausflüsse, wenn ich so sagen darf, unseres freien Willens, der gerettet werden muss. Den wir in China nicht konzeptuell gefasst haben, den wir aber am Werke sahen, wenn einer sagt, wir haben noch nie gesehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, gerecht zu handeln. Also dass es sozusagen vom Schicksal quasi vorherbestimmt ist. Naja, und bei der Geomantik gilt ja dasselbe. Die Geomantik ist eine, das wissen Sie hier im Saal viel besser als ich, also eine Form, wie man gewissermaßen die Astrologie vereinfachen kann. Und die Frau Becker-Riesi hat eben, das muss man jetzt nicht alles lesen, aber einfach nochmal den Unterschied gemacht zwischen dem gewissermaßen astralen Determinismus und der Frage der Freiheit. Und die Freiheit liegt hier darin, dass ich an Himmelszeichen erkennen kann, also sehr einfaches Beispiel, weil auch das auch der heilige Thomas nimmt, kann man erkennen, dass es morgen Regen wird, also muss man halt Experte sein sozusagen, aber ob ich jetzt ans Meer fahre oder nicht, das ist nicht determiniert, das ist eben nicht prädeterminiert. Und deshalb kann der Geomant sehr intuitiv vorgehen, sozusagen, und diese Entscheidung, die er dann dem Klienten rät, ist eben ein Ratschlag, sozusagen. Beruht aber, lässt immer noch einen Platz, sozusagen, für den freien Willen des Klienten. Wir hatten in dieser Ausstellung, von der Gerhard Meyer vorhin sprach, hatten wir eben auch angespielt auf ein Tagwahlbuch, mit geomantischen Hinweisen von
nicht August dem Starken, aber von irgendeinem anderen, entschuldigen Sie, August von Sachsen. Und in der Tat hat er Notizen gemacht, sich an diese Textstellen. Also er hat jedes Mal das Ergebnis aufgeschrieben. Da steht jetzt zum Beispiel drin, Ergebnis, die Jagd wird ungünstig. Und dann schreibt er daneben, ich bin zur Jagd gegangen, dennoch. Und die Jagd war schlecht. Also sozusagen die Aussage der, und sowas hatten wir dann da in dieser Ausstellung, nur dass Sie ein bisschen noch Bilder sehen zum Abschluss, damit ich Sie so gewissermaßen von der Textebene nochmal in eine etwas bildlicher entführen darf. Sowas gab es bis ins 19. Jahrhundert. Die Geomantik kommt aus dem Arabischen und war dann aber in hohem Ruhm im europäischen Mittelalter. Und hier sehen Sie also einen Tempel, an dem gewissermaßen ich jetzt nicht über Planchett schreiben, sondern ich selber ein Orakel erfragen darf, indem ich einen von meistens 100 Stäben wähle. Dann, was die Leute hier werfen, das ist leider hier sehr schlecht zu sehen, sind zwei Blöcke, deren Fallseite, also je nachdem, wie sie fallen, drei mögliche Antworten enthalten. Die Gottheit nimmt die Antwort an, das ist positiv, und nimmt die Frage an und erteilt dieser Antwort ihren Segen. Zweitens, die Gottheit lacht über die Frage, weil sie so saublöd war sozusagen und nicht adäquat gewissermaßen. Oder die Gottheit nimmt diese Frage einfach nicht an. Das sind die drei Antworten sozusagen, die heute noch, das ist das verbreitetste Orakel sozusagen in chinesischen Tempeln. Und das habe ich kürzlich, habe ich jetzt dem Gerhard Meyer gerade erzählt, als ich dann einen solchen Altar in dieser Ausstellung da aufbauen wollte, hat so einige Wochen gedauert, bis dann eine Kollegin sagt, ah, das ist ja wie das Orakel von Delphi. Und ja, da habe ich gesagt, ja, das gibt es halt seit 385 nach Christus bei uns nicht mehr. Deshalb hat es bei Ihnen so lange gedauert, bis Sie sozusagen diese Identität sozusagen feststellten. Aber so ist das. Ganz kurz nur, weil jetzt gerade die Sprache drauf kam, eben hier so ein Phönixgriffel, der wird hier links und rechts, hier, da und da gehalten. Und zwar meistens von zwei Personen, einmal dem Medium und einmal dem anderen. Und hiermit wird dann in den Sand geschrieben. Da gibt es solche Trümmerdinger, so klein. Dann gibt es Stühle sogar, auf denen dann ein Geist sitzt, den Sie jetzt nicht sehen und den wir nicht sehen, aber oft, wo man vermeint, einen Geist sitzen zu sehen, der dann also in der Tat eben das, die Schrift sozusagen lenkt. Ja, erstmal damit genug. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich über jede Frage.